Dankeschön. Der deutsche Philosoph Arthur Schopenhauer hat gesagt, unsere Welt ist deine Vorstellung. Wie bist du, wie unsere Welt. Wenn dein Herz voll mit Liebe zu diesen Menschen, du lebst im Paradies. Wenn du Poet, das Welt poetisch. Wenn du malen, dann Welt ist Bilder. Wenn du glaubst in Gott, dann du denken, dass Religion ist wichtigste. Verstehen Sie? Unsere Welt ist deine Vorstellung. Meine Meinung ist, um Welt zu ändern, wir müssen sich selbst tanken in ihre Kopf, in ihre Herz Liebe. Und dann kommt Paradies. Ich liebe euch. Viel Spaß im Leben. Bis nächste Mal. Dankeschön. Ja, nun gibt es Menschen, die tragen gar keine Liebe in sich. Also ich kenne ganz viele Menschen, die tragen so viel Liebe in sich und die geben so viel weiter. Und ich habe Schopenhauer als sehr junger Mensch gelesen, ich glaube, ich war 17 oder so. Und da gibt es jetzt eine Frau Schopenhauer in Lübeck, das ist die Stadtpräsidentin, die auch mal Leute gerne räumen lässt, wenn sie was Kritisches sagen oder wenn sie auch nur klatschen auf der Bühne. Und ja, es gibt solche Menschen. Ich wollte noch mal etwas dazu sagen, weil man gesagt hat, wir leben in einem friedlichen Land, wurde vorhin gesagt. Das muss ich korrigieren, weil Krieg heißt nicht immer, dass hier Panzer stehen. Das ist das Bild, was ihr in den Köpfen drin habt. Krieg heißt nicht immer Panzer und Flugzeuge, sondern Krieg heißt, wenn ich mal darüber gucke, da sind zwei Überwachungskameras. Ihr habt alle, oder fast alle, ich würde mal sagen 80-90%, tragt ihr ein Smartphone, damit lasst ihr eure Bewegungsprofile überwachen. Ihr lasst euch überwachen, ja, bis der Arzt kommt. Der gläserne Mensch ist da. Die Digitalisierung schreitet voran. Der Mensch soll weiterhin in den Hintergrund rücken. Man geht so weit, dass das Bargeld dann abgeschafft wird. Das heißt, Straßenmusik und solche Sachen oder Betteln, das wird nicht mehr möglich sein. Jeder Cent, alles wird kontrolliert. Es gibt einen RFID-Chip, nennt sich das. Auf Deutsch RFID. Das ist ein kleiner Chip, Reiskorn groß. Der soll hier in die Hand rein implantiert werden. Diesen Chip gibt es bereits zu kaufen. Es gibt Menschen, die haben sich diesen Chip schon implantieren lassen. Man verkauft das als gute Sache, weil es überträgt ja keine Krankheit. Man hat alle Daten drauf und man kann damit gut bezahlen. Das heißt, man macht Chip-Partys für junge Leute. Die können auch dann in die Disco gehen und dann lassen sie sich freiwillig diesen Chip implantieren. Und dieser Chip wird irgendwann auch hier eingeführt werden. Und das Instrument ist die Europäische Union. Denn alle Gesetze und Verordnungen, die dort beschlossen werden, die schlagen das Bundesrecht, die brechen das Bundesrecht. Und das muss hier verstanden werden, wenn wir etwas dagegen tun wollen und wenn wir einigermaßen noch freiheitlich leben wollen. Da müssen wir raus aus dieser Nummer. Wichtig ist auch, was ich nochmal hinzufügen möchte zum Thema Krieg. Ich meine, Sklaverei sollte ja schon abgeschafft sein eigentlich. Früher war es in Ägypten gang und gäbe, später waren es die Schwarzen. Und immer wurde uns gepredigt, es ist abgeschafft. Aber nein, siehe da, vor ungefähr, ich glaube 2013 war das, gab es vom Fokus mal irgendwie eine Zusammenfassung. Da wurde festgestellt, dass wir also nahezu 80% an Steuern zahlen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ihr zahlt 80% an Steuern, ihr geht arbeiten bis zum geht nicht mehr, werdet dann krank, bezahlt dann wieder teure Geld für die Medikamente. Und das ist einfach ein Teufelskreis. Das wollte ich nochmal euch mit auf den Weg geben. Wir haben doch immer eine Lohnsteuererklärung. Steuern sind ja dazu da, um unser Miteinander zu finanzieren. Die Krankenhäuser, Verkehrsmittel, Infrastruktur, ne? Dazu sind die Steuern da. Wir bezahlen aber Fahrkarten und so weiter. Wir zahlen unsere Medikamente zum größten Teil. Mondpreise. Kennt ihr Mondpreise von der Pharmaindustrie? Habe ich vorgestern in den Medien erfahren. Mondpreise sind die Preise, also von der Pharmaindustrie bringt neue Tabletten raus für eine altbewährte Krankheit, dann können die selber ihre Preise bestimmen für ein Jahr, komplett selber, Mondpreise. Nach einem Jahr wird dann herausgefunden, ob die denn besser sind oder überhaupt so gut sind wie die alten Medikamente. Dann können die das Geld behalten, auch wenn es so schlechter war. Und dann, dann wird über die Krankenkasse ein Preis vereinbart. So funktioniert das mit der Pharmaindustrie. Ja? Worauf ich hinaus wollte, wegen den Steuern, weil wir eine Steuererklärung bekommen,
Wir bekommen nur seit AE und je vorläufige Steuererklärung. Wir bekommen nur vorläufige Steuererklärung. Was heißt das? Es gibt Steuerbescheide. Es gibt keine endgültige Steuerbescheide. Weil das wäre ja nochmal wieder ein Betrug, den Sie begehen müssten. Deshalb gibt es bis jetzt nur vorläufige Steuerbescheide. Und kein Mensch hier von diesen meinen Mitmenschen oder ganz wenige kümmert das überhaupt. Hat überhaupt eine Vorstellung, was das heißt. Das heißt nichts anderes, als dass es Betrug und es ist Schenkung. Also es ist eine freiwillige Schenkung, jede einzelne Steuer, die wir bezahlen. Und wenn wir jetzt nicht nur Arbeitnehmersteuern und so weiter, wir bezahlen Steuern für Arbeit gehen, Steuern fürs Geld, also steuern wir mal Richtung Freiheit, Liebe und Wahrheit. Und es gibt Wahrheit, es gibt natürlich viele Wahrheiten, aber es gibt eine fundamentale Wahrheit. Das ist der Geist, den wir alle verkörpern. Ich wünsche geistvolles Erwachen. Heil und Segen uns allen. Ahoi! Hallo, ich bin heute das erste Mal hier und wollte eigentlich auch gleich mal vielleicht einen Gesprächspartner haben, aber ich habe jetzt einige gehört und wollte immer mal wieder was dazu sagen. Erstmal jetzt das Aktuellste, das mit den Steuern. Also da kann ich jetzt nur sagen, ich bin noch ziemlich jung. Ich habe jetzt 12 Jahre Schule gehabt, habe dafür nie was bezahlt und das ist, denke ich, halt von Steuern finanziert worden. Ich hatte sehr gute Lehrer und das war halt, da bin ich richtig froh drüber. Haben Sie die Wahrheit gebracht oder gesagt? Also darauf möchte ich jetzt, also ich habe sehr viel gelernt in der Schule, auch sehr Wissenswertes. Wer jetzt die Geschichtsbücher macht oder die Mathebücher, da möchte ich jetzt nicht drüber diskutieren. Ich möchte einmal meinen Punkt noch weiterführen. Auch man muss auch, wenn man die Steuern kritisiert, muss man erstmal gucken, was alles von den Steuern bezahlt wird. Beispielsweise sollte man sich fragen, wer die Straßen oder hier alles finanziert und wenn wir das nicht machen, wer denn sonst? Und wenn man das kritisiert, muss man erstmal sagen, werden denn Steuern überhaupt übermäßig verschwendet? Klar, es wird immer ein bisschen was verschwendet, das ist klar. Aber das ist halt, weil wir Menschen sind und weil wir Menschen Fehler machen. Aber grundsätzlich hat halt jeder seine Kosten und da muss man auch sehen, dass es bezahlt wird. Bildung war jetzt eine Sache. Ja, wenn man sich natürlich auf diese Reden vorbereitet hätte, dann hätte man noch weitere Beispiele. Das war das. Willst du erstmal was sagen? Warte mal. Könnte man nicht die Bildung viel einfacher machen, wenn man die Möglichkeiten, die überhaupt schon da sind und die es schon seit Jahrzehnten teilweise gibt, besser nutzen würde? Also konkreter, welche Möglichkeiten? Nur als Beispiel jetzt mal Werbung. Okay. Eine Werbung bietet immer oder bringt immer ein Bedürfnis. Und wenn man diese Bedürfnisse quasi in die Schule mit einbinden würde, würden die Schüler viel schneller irgendwelche Sachen lernen. Also, Sie wollen Werbung in den Schulen? Nein, was genau? Ich muss okay, was genau? Über die Werbung an die Bildung rankommen. Kann ich mir jetzt noch nichts drunter vorstellen? Ja, Wempe ist sowas für mich, ich bin ja so ein Legastheniker, für mich ist das wie eine Wampe. Vielleicht die noch was zu steuern sagen. Also ich hätte mal was dagegen zu sagen, damit das mal klar wird, ja. Also, wir haben ein Schulsystem von 1880, vom Kaiser damals, okay? Und das kostet sehr viel Geld, die Schäden des Schulsystems wieder in Ordnung zu bringen. Das heißt, das ist schon mal das Erste. Also, okay? Sie sprechen Fehler an. Also, was? Haben Sie Fehler gesagt? Ja, und dann guck dir die Schulen an. Hast du die gesehen? Hast du die Toiletten gesehen? Hast du die ganzen Gebäude gesehen? Das ist allgemein bekannt. Also, ich war ja letztens noch in der Schule. Dass da nicht viel Geld in die Schulen geht. Okay. Okay, dann gibt es viele Schüler, die Probleme haben, weiterzukommen. Die müssen nachgeschult werden. Ja. Auch bekannt. Ja. Gut, die Ungleichheit des Systems ist auch da. Also es gibt ja viele Ungleichheiten. Ich kann das nur ganz einfach sagen. Meinetwegen Steuern, okay. Ja.
Aber wenn sie so ungleich verteilt werden, dann kann das nicht sein. Wie kann das angehen, dass Schüler mit ausländischem Hintergrund viel weniger Gymnasialempfehlungen kriegen, obwohl sie gleich intelligent sind? Was ist das? Ich meine, du bist neu jetzt irgendwie sozusagen, also ein Schüler, der jetzt das gekriegt hat, aber darüber wurde nicht gesprochen. Kennst du die Demokratie in der Schule? Was, also, das sind ja Fragen, die können Sie ja besser selber beantworten. Also, ich war letztens noch in der Schule, bin jetzt im sechsten Semester. Hast du da ausgefegt? Ich habe nicht gefegt, nein. Ah ja, aber in vielen Schulen wird ausgefegt, die Lehrer fegen nicht aus. Wie kann das angehen? Was ist das Wichtigste in der Schule? Sag mal, die Lehrer, die Eltern oder die Schüler? Die Schüler. Genau, aber die Lehrer sind die, das bestimmen, wo es lang geht. Und die Schulbehörde hat das vorgegeben. Das heißt, es ist überhaupt keine Bewegung drin. Da wird von Freiheit überhaupt gar nicht gesprochen. Ich sage nicht, dass es alles schlecht ist. Ja. Das ist nicht die Sache. Aber für die Steuern, die wir bezahlen, da könnten wir viel mehr machen. Und von Rüstung hast du auch noch nicht gesprochen, ne? Also Rüstung meinen Sie jetzt? Ich meine Krieg, direkt Krieg. Okay. Es werden in Deutschland Waffen hergestellt, Panzer, alles Mögliche. Ja. Und die werden im Moment gerade benutzt. Ist klar. Und das wird einfach durchgezogen mit unserem Geld. Und das soll erhöht werden. Auch schon bekannt? Also Sie meinen jetzt, dass in die Rüstungsindustrie die Rüstungsfirmen Steuergelder bekommen? Oder was meinen Sie? Ist auch so, es gibt ja Rüstungsaufträge. So, jeder General, der ein gewisses Alter hat und aufhört, wird hinterher bei der Rüstungsindustrie beschäftigt. Und wenn er dann zurückkommt, dann sagen die vorigen Untergebenen, Herr General, ich bin jetzt auch General. Ja, wenn Sie alt werden, können Sie da weiterarbeiten. Okay? Das Korruption mag wohl sein. Okay. Ach so, ich dachte, du wolltest jetzt ein bisschen Dampf kriegen. Ich sag das jetzt mal so. Punkt 1, die Schule. Ja. Sagen wir mal, wir würden das ganze Schulsystem ändern. Wie lange würde das dauern? Jetzt ist die Sache. Nur das Schulsystem würde nie zu Ende sein. Das habe ich nicht gefragt. Man muss ich habe gesagt, anpassen. Wie lange das dauern würde. Ein ganzes Schulsystem neu von null aufzubauen. Ja, das dauert. Ja. Irgendwann muss man anfangen. Am besten jetzt. Ein Jahr höchstens? Was, wie viele Jahre? Das ist lachhaft. Ach, das ist Unsinn. Das ist lachhaft. Nein. Guck mal, wir haben so viele Lehrer und da müssen neue Lehrer ausgebildet werden. So, und die müssen natürlich Problem. In einem Geist ausgebildet werden. Ja? Problem. Erste Sache ist, man müsste mehr Lehrer ausbilden. Ja. Da gibt es ein großes Problem mit den Schülern. Warum? Weil Schüler heutzutage den höchsten, wie soll ich das sagen, nicht mehr so intellektuell handeln, wie sie damals taten. Heutzutage haben Lehrer vor Schülern Angst. Aus dem Grund, weil in Berlin zum Beispiel gibt es Schüler, die mit Stühlen, Waffen, Messern dergleichen auf Lehrer zugegangen sind und die bedroht haben. Erste Sache ist, wie will man das ändern? Wie ist denn deine Lösung dafür? Die Lösung dafür ist erstens, man müsste mal auf die Schüler achten. Nicht in der Sinne, nicht nur die Lehrer. Wer müsste auf die Schüler achten? Die Eltern. Ach, die Eltern. Es geht immer um einen Teil der Erziehung, der Pädagogik, die nicht nur von den Lehrern ankommt. Ist ja toll. Aber möchtest du gerne jetzt die Eltern in die Schule schicken? Ich rede jetzt nicht, dass die Eltern in die Schule geschickt werden müssen. Also nochmal, du musst doch die Schüler nehmen, die da sind und dir nicht welche hinträumen. Es sind die Schüler da, die da sind. Und viele sind auch deshalb vielleicht renitent, weil sie keine Chance sehen. Es gibt viele, die keine Chance sehen. Bei dem ist doch der Lehrer schon da und sagt mehr oder weniger, du, ob du einen Abschluss hast oder nicht, ne, Hauptschule, du wirst sowieso nichts. Und das ist ein Drittel zum Teil. Das ist nicht die Aufgabe eines Lehrers. Das ist ein schlechter Lehrer. Das ist das perfekte Beispiel zu einem schlechten Lehrer. Ich rede doch nicht von der Theorie, ich rede von der Praxis. So ja, wie die es Praxis ist. Zeigt aber, ich habe 12 Jahre Schule hinter mir. Ich bin Abiturient und auf dem Weg zum Studium. Ich selber habe in meinem Leben noch keinen einzigen Lehrer gesehen. In den 4 Schulen, auf denen ich war, die sagen zu einem Schüler, die direkt zu einem Schüler hingehen und sagen, nee, aus dir wird nichts, du wirst einfach irgendwo ein Penner werden. Ach Mensch. Ach direkt, Mensch. Direkt sagen sie das, das dürfen sie doch gar nicht. Nein, aber auch... Das macht doch kein Lehrer, der will ja... Doch, das machen Lehrer. Na, du hast doch eben gesagt, die machen es nicht. Ja, ja? Ich kenne nein. Das sind die meisten. Es diese, gibt immer ein Prozent... Diese Sachen laufen subtil ab, ja? Das heißt, die Noten gehen runter, denn die kriegen andere Noten als andere. Das heißt, die Noten sind auch von der Herkunft. Das ist bekannt. Welche Herkunft?
von daher kommst, was für einen Hintergrund du hast, ob du international gebildet bist oder nicht. Ich? Ja, ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, was du willst. Ich verstehe dich nicht. Willst du das verteidigen, wie das jetzt aussieht? Jeder Schnitt. Nein, ich will das nicht verteidigen. Ich selber bin ich kritisiere das Schulsystem. Zum Beispiel. Ja, mach mal. Wir lernen nichts für das weitere Leben. Wir lernen nicht, wie Regeln funktionieren. Die Grundrechte werden. Was? Augenblick, ich habe nicht verstanden. Das Erste. Wir werden nicht darüber. Ich werde es so erklären. Das Thema, wie wir es gerade hatten, Steuern. Ein Thema, was minimal in dem Schulsystem vorkommt, wo ich mir selber wünschen würde, dass man das Schulsystem anguckt und sagt, okay, die Leute müssen das lernen, damit sie später zum Beispiel keine Betrüge passieren. Was? Wo soll denn, in welcher Welt lebst du denn eigentlich? In welcher Welt lebst du, dass du von der Schule aus erwartest, dass die Leute erzogen werden, dass es keine Korruption gibt, okay, und so weiter? Und guck dir doch mal die Welt an, das geht genau in dem Moment, ja, in die Welt andere ist Richtung. Korrupt. Die Welt ist korrupt, das, ja, wollen wir nicht außer Frage stellen. Siehst du? Aber die Sache ist, für den allgemeinen Menschen, für ihn selber, ich sage das mal so, ich nehme jetzt einen Abiturienten oder überhaupt einen Realschüler, der aus der 10. Klasse kommt, sei es Hauptschüler, ist mir scheißegal, der gerade aus der 10. Klasse kommt und dem die Welt geöffnet ist. Er kommt aus der Schule und sagt, ich habe alles gelernt. Aus der 10. Klasse steht ihm die Welt nicht offen. Er hat ja gar kein Abitur. Das Abitur ist auch kein Thema, dass die Welt nicht offen ist. Ein Abitur heißt nicht gleich, dass er immer besser ist. Das sage ich auch nicht. Guck mal, das Abitur, klingt aber so. Abitur heißt Reifeprüfung. Ja? So. Ja. Und dann gibt es noch diese Realschule, die heißt mittlere Reife, da sind die also halbreif. Und dann gibt es noch die Hauptschule, die sind überhaupt nicht reif. Was ist das für eine Hierarchie? Ja? Und danach werden die Leute einsortiert und sollen dann hier oder da gut funktionieren. Ich meine, ich weiß es nicht. Aber du hast immer noch nicht gesagt, was du jetzt wirklich ändern willst. Weil die Eltern besser zu machen, die Schüler vor Lüge zu, also zur Nicht-Lüge zu erziehen. Ich meine, das würde doch gar keiner bestreiten. Aber das funktioniert doch nicht, das ist so Theorie. Ich will nochmal. Kommen Sie so ein bisschen zum Punkt. Hier sind noch ein paar andere Teile. Ich muss jetzt auch aufhören, ja, aber zum Abschluss nochmal. Was mache ich denn gerade? Ach, Scheiße. Ich mache Nachhilfe in Mathematik von den Schülern, die es nicht begriffen haben. Das nochmal dazu. Also eigentlich 1, 2, ganz kurz. Oh, ja, ganz kurz. Wir haben hier 1, 2, das als Thema anschließt. Ja, 3, 4, ja? Ich wollte zu dem Thema zu Bildung machen. Okay, hallo. Mein Name ist Nora, ich komme aus Berlin. Ich habe 13 Jahre Abitur machen dürfen und ich würde das einfach noch mal ein bisschen mit was Neuem anregen. Ich bin keine gute Rednerin, das mal vorab. Ich würde von mir behaupten, dass ich nicht viel in der Schule gelernt habe, obwohl ich 13 Jahre gemacht habe, ein gutes Abitur gemacht habe und ich von mir sagen kann, in der Schule habe ich nicht wirklich viel gelernt, außer vielleicht noch das Durchhaltevermögen und dass meine Eltern mich dazu angetrieben haben. Und Gehorsam. Gehorsam vielleicht auch noch, ja. Ich finde, dass das System in Deutschland, wir können uns an anderen Ländern messen und das ist alles schön und gut, aber wir müssen doch für uns selber nach vorne gehen. Und wir müssen sagen, was für uns ein Fortschritt wäre. Und ich glaube, es ist wichtig, dass unser Bildungssystem in den Grundelementen, in den Strukturen endlich mal eine Revolution erhält. Und wir brauchen niemanden, der sagt, okay, wir brauchen bessere, keine Ahnung, hier wurde auf die Gebäude der Schule angesprochen. Die Gebäude sind total irrelevant. Wir müssen das verändern, was wir lernen. Ich bin 21 Jahre alt und ich kann keine Steuererklärung schreiben, aber eine E-Funktion ausrechnen. Ist es das, was ich für mein Leben brauche? Ist es wirklich das, was ich brauche? Ich habe in 13 Jahren Schulen jetzt für mich nicht gelernt, was ich in meiner späteren Zukunft mal machen werde, weil ich es nicht gelernt bekommen habe. Ich weiß es nicht. Mir wurden keine Strukturen und Wege vorgegeben. Und ich finde, es ist wichtig, dass wir in den Grundelementen der Bildung anfangen und uns mal wirklich fragen, ob das, was unsere Kinder, die mit 5 in die Schule kommen, wirklich lernen. Die kommen mit 5 in die Schule, gehen auf eine Ganztagsschule. Ich war bis 16:30 in der Schule, dafür wurde mir versprochen, ich muss nie Hausaufgaben machen. Wäre ich eine gute Schülerin gewesen, hätte ich Hausaufgaben gemacht, habe ich aber nicht. So, und ich glaube, wir müssen uns viel mehr fragen, was wir unseren Kindern wirklich vermitteln wollen und ob es das ist, was unsere Kinder zu besseren Menschen macht. Ja. Da
Meine Meinung, beste Lehrsystem ist Liebe. Egal was du machst, mit Liebe schaffst du alles. Lern zu Hause. Gestern war Muttertag. Älteste Frau in Welt, 117 Jahre gestorben. Ich gratuliere alle Frauen, Mutter, Kinder, Mädchen. Sie muss leben Minimum 100 Jahre. Wir lieben euch. Viel Spaß im Leben. Rico, ich habe hier eine Liste, die ist so Kilometer lang und du bist so draußen. Du bist ein zu groß für mich. Moin, ich heiße Julian. Ich habe noch mal was zu Thema Schulen. Und zwar finde ich, es kann nicht angehen, in Deutschlands Schulen sind einige Schulen sehr rapide, marode. Wo meine Schwester zur Schule gegangen ist, ist neulich eine Deckenverkleidung runtergekommen. Da sind 2 tote Kinder aufgefunden worden. Ich kann nicht verstehen, warum man für Hamburg so eine Elbphilharmonie baut, die ich total blöd finde. Und dabei gibt es auch in Hamburg Schulen sämtliche Sachen, wo es neu gemacht werden muss. Es gibt in einigen Städten zum Beispiel aus meiner Heimat, wo ich herkomme, ich komme aus der Nähe von Cuxhaven, die Ecke, da ist vor kurzem sind Busse eingestellt worden, weil es angeblich nicht angenommen wird. Dabei fahren täglich 140 Schüler aus dem Dorf zur Schule. Der nächste Bus kommt in der Stunde, der Bus ist voll, da passen maximal gerade mal so 80 Leute rein. Das kann nicht angehen. Wenn ich überlege, gerade die Sauberkeit, es wird ein Lappen für alles benutzt. Oder zum Beispiel vor kurzem ist es auch passiert, es sind Schimmelpilze gebildet und das fällt erst nach 2 Jahren auf und das nennt man Neubau. Also ich verstehe es nicht ganz genau. Ich verstehe auch nicht, also was man hier hinbaut, wie die Elbphilharmonie. Ich verstehe sowas einfach nicht. Ich verstehe nicht, warum man kein Geld in Schulen, weil es ist eine Generation, die soll was lernen. Das ist ja nicht der Plan nach der 10. Klasse, Hartz IV, der Tag gehört dir. Also ich finde, da muss man bei manchen Sachen doch schon mal auch in Bildungseinrichtungen auch mal mehr Geld investieren und nicht irgend so ein Prachtboulevard, was aus unseren Steuergeldern finanziert wird, gebaut werden, oder? Ist es meine Meinung jedenfalls. Vielen Dank. Ja. Also ich verstehe das schon, weil es geht hier darum, irgendwelche Firmen zu beschäftigen und man baut irgendwelche schrecklichen Bauten hin, die nichts taugen. Man hat auch keine Kenntnis mehr über Architektur. Man will einfach Firmen beschäftigen. In Lübeck hatten wir jetzt den wunderbaren Fall, man wollte da 48 gesunde Bäume fällen, weil man eine Flaniermeile in Lübeck braucht. Man braucht wie in Italien eine Flaniermeile, um an der Untertrabe zu flanieren. Da haben wir uns kurzerhand zusammengetan, haben eine Bürgerinitiative gegründet und haben das ganze Ding mit 50,1% gekippt. Die Bäume stehen heute noch. So, es geht hier darum, Verträge, Gelder zu machen, zu akquirieren und irgendwelche Leute zu beschäftigen. Aber eigentlich wollte ich zum Bildungssystem was sagen. Und zwar wollte ich mal auf den Lehrplan zu sprechen kommen. Wenn ein Lehrer etwas entgegen des Lehrplans lehrt, dann wird er einfach rausgeworfen und suspendiert. Das ist ein totalitäres Herrschaftssystem. Das gleiche haben wir bei den Anwälten zum Beispiel. Du bist in der Rechtsanwaltskammer, wenn du irgendwie Scheiße baust, jemanden wirklich vertrittst oder eine alternative Meinung darstellst, dann wirst du aus der Rechtsanwaltskammer rausgeworfen und du kannst nicht mehr existieren. Das ist das System. Es operiert mit Angst und du wirst einfach rausgeworfen. Okay, also das mit den Lehrern finde ich etwas übertrieben. Und zwar gab es bei uns einen Lehrer, der war echt, ja, der hatte halt einfach nicht so viel drauf. Und er konnte nicht gut unterrichten, weil er aber halt verbeamtet war, konnte man ihn nicht einfach rausschmeißen. Also das jetzt totalitäres System zu nennen, finde ich übertrieben, wie gesagt. Und man hat immer Spielraum in der Lehre. Klar ist der Lehrplan ein Richtwert, aber wir haben auch schon viele Sachen darüber hinaus gemacht und wir hatten auch ein Klassenlehrer, der immer die offene Diskussion sehr gefördert hat und da sind auch Themen entstanden, wo wir dann auch unsere Freiheiten hatten, da mitzubestimmen. Ja. Das ist auch gut. Ja. Also ich weiß nicht, dass wir jetzt in den Dialog gehen sollen, also du findest das System grundsätzlich gut, habe ich so rausgehört. Ja, also ich hatte ja aber auch Glück. Also ich will mich jetzt gar nicht auf eine Streitdiskussion einlassen. Also ich kann ich auch da lassen mit der Meinung. Also ist in Ordnung. Ja. Ich finde es halt nicht gut. Es gibt ja ein Beispiel dafür, ich sag's ja nicht einfach aus der Luft gegriffen. Ihr könnt mal gerne bei YouTube eingeben, Volkslehrer, das ist zum Beispiel einer der Menschen, der rausgeworfen wurde, weil er angeblich rechts ist. Das nur mal nebenbei. Also ich kann ja auch das belegen, was ich sage, ja? So, aber. Okay. Viel Spaß nach der Schule. Ja. Ja. Aber wenn er auch nur Linke gezüchtet, wenn merkt, dass er jetzt ein dankgewisser Rechter. Dazu muss ich auch noch mal was sagen, ne? Also du kannst auch kommen, wenn du möchtest. Wenn die Schüler den Lehrplan machen würden, ne? Oder die Lehrmittel bestimmen würden, dann würden die ganz anders aussehen, ne? Die Lehrmittel werden von Lehrern gemacht.
die über die Kinder, über die Köpfe der Kinder hinweg entscheiden. Aber wenn wir uns mal die ganze Sache geschichtlich angucken, wir brauchen doch nur mal nehmen, unser Bildungssystem ist schon uralt. Wir sind damals noch mit Pferd und Wagen gefahren, als wir das Bildungssystem eingeführt haben. Und was haben wir heute? Heute haben wir Elektroautos. Wir haben Raketen, wir haben alles. Alles hat sich entwickelt, alles hat sich verändert. Unser Bildungssystem ist immer noch dasselbe wie beim Kaiser. Dass das auf der Strecke geblieben ist, das ist doch wohl jedem klar. Wenn wir was verändern, müssen wir am Bildungssystem anfangen. Es hat bisher immer gut gelangt für Arbeiter, die ihre motorischen Fähigkeiten brauchten, um am Fließband zu stehen. Für den war unser Bildungssystem immer gut. Jetzt aber auf einmal wird die motorische Arbeit immer weniger. Die digitale Arbeit steht immer mehr ein, in allen Bereichen. Und jetzt auf einmal stellen wir fest, unser Bildungssystem reicht dazu gar nicht mehr aus. Wir müssen erstmal umdenken, wir müssen mal ein total neues Bildungssystem hier uns einfallen lassen. Die ersten, die jetzt ein total neues Bildungssystem einfallen lassen, sind die Norweger. Die schmeißen sämtliche Lehrpläne über den Haufen. Es gibt keine Lehrpläne dort mehr. Dort wird nur noch nach Projekten unterrichtet. Es gibt einzelne Projekte, die dort abgearbeitet werden. Und solche Sachen, die finde ich viel interessanter als hier unseren Lehrplan, der hier starr und steif ist, der keinen nicht zulässt. Denn wenn wir zum Beispiel, nehmen wir ein simples Beispiel, nehmen wir nur, wir pflanzen irgendwas im Garten an. Und an dieser Pflanze können wir unser ganzes Bildungssystem aufziehen. Wir brauchen den Dünger, der berechnet werden muss. Dazu brauchen wir Mathematik. Wir brauchen die Stabilität der Pflanzen. Wir müssen Physik haben, um das zu berechnen, wenn wir irgendwas bauen für die Pflanzen. Und so kann man das ganze Bildungssystem, aber das ist ein praxisbezogen. Da weiß jeder Schüler gleich, aha, dafür brauche ich dieses. Ich lerne da irgendeine Formel, ja, und dann. Bis zur Prüfung habe ich sie noch und nach der Prüfung ist sie weg. Und schon geht gar nichts mehr, ne? Solche Sachen sind viel interessanter, viel spannender. Aber es ist ja auch gar nicht gewollt, dass man hinter alles schaut, ne? Chemie, zum Beispiel könnte man ja in Chemie mal die Waschmittel auseinandernehmen. Mal sehen, was da so alles drin ist. Aber um Gottes Willen, da wird ja keiner mehr so ein Waschmittel kaufen. Und so sieht es ja mit vielen anderen Sachen auch aus. Nehmen wir unsere Lebensmittel auseinander. Um Gottes Willen, da wird ja keiner mehr kaufen. Also müssen wir dumm gehalten werden, damit wir gute Konsumenten sind. Denn wozu sind wir da? Wir sind nur zum Konsumieren da. Hauptsache, wir treiben den Reichen das Geld in die Tasche. Alles andere ist völlig uninteressant. Je blöder du bist, desto besser bist du beherrschbar. Aber das müssen wir ändern. Wir müssen endlich mal dazu kommen, dass wir selbstbestimmte Menschen haben, selbstbewusste Menschen, die für sich alleine einstehen und die wissen, wo es lang geht und die ihre Meinung auch vertreten können. Danke.